Deliver Cargo nach Hagensee. Okay. Altbekannte Strecke kennen wir ja mittlerweile wie unsere Westentasche. Gibt halt nur den blöden Abschnitt vor Hagensee, wo dann eventuell Monster rumkriechen könnten. Oh. Ja, ich meine, das ist ja teilweise wirklich unfair von den Monstern. Dass die einfach so verschwinden, an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Ich meine, ich habe ja auch nichts zum Beispiel gegen Spinnen. Da gibt es ja auch welche. Oder diese Direwolves. Alles kein Problem. Meinetwegen auch mal bei Nachtzehrer mal probehalber. Aber die blöden Viecher, die haben mich jetzt schon wieder komplett aufs Korn genommen. So, das heißt, ich muss jetzt außen rumlaufen. Die garantiert hier nur irgendwo rumlungern. Alleine gegen Menschen auf Dauer langweilig, weiß ich nicht, ob das. Wenn du das ordentlich schwer machst mit taktischen Mitteln und so, passt das schon. Nur ich wüsste jetzt gar nicht annähernd, wie ich gegen die Viecher kämpfen sollte, gegen die Untoten. Weil ich meine, egal mit was ich gegen die gekämpft habe, ob das jetzt Nahkämpfer waren, Fernkämpfer, alle Arten von Waffen, es gab ja nichts, was wirklich gut getroffen hat gegen die. Abhauen gegen die kannst du nicht. Ich weiß es nicht. Und das ist mein Problem, was ich damit habe. Das war jetzt teuer, aber für die Zukunft war es, also es war eine Investition in die Zukunft. Müsste mal bei Leuten reingucken, die das öfter mal zocken. Und dann schauen, wie die das machen, aber. Ob ich da die Ausdauer dazu habe.
Uff. Achthundertvierzig für einen Dreierauftrag, das ist bald ein bisschen wenig, hä? Follow the tracks. Dann followern wir mal den Trex. Ach, Diebe. Oha, oha. Das könnte knackig werden. Aber wenn wir im Gebirge sind, hoffe ich, dass wir das gut für uns einsetzen können. Ich müsste hier richtig hart reinpushen. Die könnten dann halt von mehreren Seiten kommen. Oder wir lassen es halt darauf ankommen, dass es auf einer Höhe ist. Ist im Endeffekt egal, wo ich mich hinstelle. Ich meine, wenn ich hier den Zugang, wenn ich mich hier hinstelle, hier positioniere, dann könnten die maximal mit zwei Leuten hier rankommen. Der Rest würde dann hier oben lang gelaufen kommen oder ganz hier unten lang. Könnte wirklich versuchen, hier den Pass zu nutzen. Und das, was dann hier unten lang kommt, würde ja dann eh vereinzelt lang kommen. Und das könnte man dann eventuell so ein 1 zu 1 Kämpfen rausnehmen. Der war wichtig, weil der hier oben hat schon ganz schön was abgekriegt.
Das macht einfach so ein Gaudi. Ja, nice, Doppelkill. Ja, nice. Der hat halt noch gar nicht ein Damage abgekriegt, großartig. Ja, war wichtig, dass mein Hammermann überlebt. Okay. Scheiße, aber der ist fertig. Mach dich weg da.